Oh shit, da kommt jemand. Nach oben mit uns. Alles klar, gehen wir oben rum. Was macht ihr hier? Vorsicht, wir wollen keine zivilen Opfer. Entschuldigen Sie, Sir. Gäste dürfen nicht in diesen Bereich. Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich habe nur das Gästehaus gesucht. Hier entlang. Das geht in Ordnung. Ich kenne John. Wir sind seit Jahren befreundet. Tut mir leid, Sir. Hier ist der Zutritt verboten. Sie müssen jetzt gehen. Dann haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich das Ihrem Arbeitgeber sage. Okay, die beiden verschwinden. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Oh ja. Cormac trägt dich auf dem Balkon. Wie komme ich denn hier am besten rüber? Okay, Moment, wir scannen hier noch ein bisschen die Gegend. Also, hier drüben habe ich einen. Zwei Drohnen. Da hinten sieht gut aus. Wir müssen hier nach oben. Oh nein, noch eine Drohne und noch eine Drohne. Warum so viele Drohnen? Hier rennt noch einer rum. Okay, die hier fahren weg. Keine Zivilisten mehr. Keine Drohne mehr. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis der sich wieder umdreht. Leise eliminieren. Nee. Ich will hier keine Leiche rumfliegen haben. Und rüber, Mitchell, mit uns. Du hast einen Fahrzeugalarm ausgelöst. Was? Weg da. Wirklich? Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich irgendwie das Fahrzeug berührt? Aber alles ist gut, oder? Das war eine Ablenkung. Das war so gewollt. Leute, natürlich wollte ich Alarm auslösen. Das war nämlich die perfekte Ablenkung, um hier nach drüben zu kommen. Oh, 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 die Drohne, die Drohne, die Drohne. Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Max, wir sind drin. Ich habe niemanden getötet. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Boah, der Kamin. Wahnsinn. So einen will ich auch haben. Mit so einer Waffensammlung. Gut, schauen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Daten. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Ich bin schon dran. Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nicht sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Das nenne ich Leben. Boah, was ist hier los? Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Dieses wunderschöne Büro. Moment, Moment, was haben wir hier Schönes? Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. SN6 und KF5. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Ich hab Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Nox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Ilona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ans Kommando durch. Wir wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind in Sicherheit. Jetzt! Wir haben unsere Befehle. Wir wissen, dass wir hier sind. Ich mag diesen Greifhaken. Er ist irgendwie cool. Können wir noch markieren?
Yep, wir können noch markieren. Okay, Nox. Ich öffne den Kanal. Bestätigt. Bin auf Empfang. Zur ID-Nummer und Blutgruppe zusammenpassen, sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Mantikoch ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist dringend. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danor. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Biowaffen? Ach, muss Mantico sein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das kriegen wir hin. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Wir kriegen das hin, denn wir haben Greifhaken. Und damit bist du super schnell unterwegs auf jedem Gelände. Das muss schnell gehen. Ich habe keine Granaten. Verdammt. Ich bin bald tot. Okay, 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 okay. Okay. Yes, baby. Ich sag's ja, Greifhaken sind der Shit. Bereit, Mitchell? Bereit geboren. Spring! Wir haben sie, Kingpin. Kingpin? Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will. Okay, eine Tauchermission wäre noch richtig cool. Wieder kein Punkt. Schade irgendwie. Aber direkt weiter zu der nächsten Mission. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kingpin. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2-3, Ende. Magnetgriff aktivieren! Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Mann, das hier sieht richtig cool aus. Magnetgriff. Vorsicht bei den Windböen. Mit dem Magnetgriff stabilisieren. Ladung platzieren. Alles klar, Kumpel. Bin beinahe drüben. Gerät platziert. Meiner ist dran. Auf mein Zeichen aktivieren. Los! 10 Sekunden, raus aus dem Flugzeug. Das war echt knapp. Also das hier hat richtig Stil. Fallschirme eingesetzt. Kraft im Schritt. Unterwegs zum Abbruch.
Hochpunkt. Sauber hier ein Flugzeug entführt. Guardian 5 ist am Boden und wartet auf Anweisung. Signal empfangen, Sentinel 2-3. Drohnenleitung ist auf den Abwurfpunkt anvisiert. Kingpin, irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen Ihre Orbitalplattform. Bisher keine Aktivität. Bitte Update. Ich bin völlig blind. Sentinel 2 sichert die Fracht. Lande bei deiner Position, Ilona. Sprenge jetzt das Schott. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln nähern sich. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Guardian 5 einladen. Pünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Alles klar, es geht wieder los. Jede Menge Gegner, die wir natürlich alle töten müssen. Erstmal schön hier die Granaten raus, noch eine hier drüben. Gut, sauber hier einiges weggeholt. Kann es sein, dass die gepanzert sind? Halten irgendwie mehr aus als die anderen. Mikrowellengranate, wo? Geheimdaten! Das sind meine. Oh shit! Mit Granatenwerfer. Oh, das Baby ist gut. Sentinel 2 schafft es nicht. Sogar Guardian 5 durchbrechen. Mann verloren. Wir schaffen es nicht zu Guardian 5. Wir machen das. Wir müssen die Fracht holen. Aber erst die Geheimdaten. Komm schon, Baby, komm schon. Sehr gut. Okay, wir scannen. Boah, sind hier drüben viele. Ah, das ist einer von uns. Ich hab keine Ahnung, du siehst aus wie einer von denen. Zieh dich besser an, wenn du überleben willst. Drei Schuss. Nicht besonders viel. Zack, einer. Noch einen weggeholt. Und die letzten hier drüben. Versammelt, weil es sie weggelegt hat. Alles klar, sehr gut. Ich gehe hoch. Keine scheiß Munition in beiden Waffen. Oh, das läuft hier gerade wieder hervorragend. Eine Minute. Muss ganz schnell Menschenleben ausrotten. Es nimmt kein Ende. Wow, 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 wow.